Ja, grüß Gott zusammen. Mein Name ist Walter Nussel. Ich habe kurz zu meiner Mitarbeiterin gesagt, auch Startup. Vor 6 Jahren berufen worden vom Ministerpräsidenten zum ersten Bürokratieabbaubeauftragten der Staatsregierung im Freistaat Bayern. Und seit vergangenes Jahr bin ich jetzt der Vorsitzende auch des Normenkontrollrats der Bayerischen Staatsregierung, auch erstmalig ins Leben gerufen und versuche mit diesen Aufgaben vor allem der Verwaltung, Herr Kämmerer, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns im öffentlichen Bereich, von den Ministerien bis runter in den Vollzugsbehörden, die Angst zu nehmen. Und das möchte ich vorne anstellen, das Thema Angst. Angst in der Verwaltung, einen Fehler zu machen, dass der Kämmerer Angst hat, wenn er eine Vergabe auslöst, dass hinterher jemand kommt und den Finger hebt, habt ihr hier Korruption betrieben, was ist hier gelaufen? Das ist eines der Triebfedern dessen, dass wir uns gar nicht mehr so frei bewegen können. Und ich mache das bei jedem Vortrag und sage, wir müssen unsere Verwaltung stärken und müssen ihnen auch den Schutz parteiübergreifend aus der Politik geben, dass wir sagen, traut euch was und ihr werdet nicht sofort hier verhaftet. Ich bin in meiner Arbeit jetzt die letzten, über die 6 Jahre auf verschiedene Themen dann aufmerksam gemacht worden und habe in der Staatsregierung im Kabinett dafür geworben, dass ich Praxischecks durchführen darf, kann und anordnen kann. Und es müssen zu den Praxischecks alle Ministerien kommen, die ich einlade, mit aussagekräftigen Personen. Das heißt, wir haben letztens zum Vergaberecht einen Praxischeck durchgeführt, wo ich zum einen über die Schwellenwerte, über die Anhebung versuche, auch Richtung Bund und Europa das zu transportieren über den Bundesrat, dass wir sagen, mit der Inflation, mit dem Aussichten, was wir jetzt haben, funktioniert es nicht mehr. Wir müssen die Schwellenwerte unbedingt anheben und anpassen an die Zeit, die wir jetzt haben. Sie haben vorhin angesprochen, die erste Rednerin, jetzt weiß ich den Namen leider nicht, Frau Doktor, Entschuldigung, die Verwaltung soll digitaler werden. Wir haben ein Online-Zugangsgesetz auf Bundesebene. Eigentlich hätten wir bis Ende letzten Jahres alle Kommunen hätten das umsetzen sollen. Ich glaube, bei 30% sind wir gelandet. Die anderen arbeiten noch dran. Ich möchte aber ein wenig um Verständnis werben. Also Innenminister, meine Wenigkeit, wir haben immer wieder Gemeinde, Städte, auch Landkreis da auch darauf hingewiesen. Warum ist es in Bayern und in Deutschland schwieriger, wie vielleicht in Estland, wird immer wieder genannt? Die haben andere Voraussetzungen, die haben von null angefangen damals und wir sind schon früh gestartet in den 70er Jahren, immer wieder Digitales ist das eine oder andere gekommen. Und Bayern ist ja auch stolz auf die Regionalität, das heißt auf Startups, die in den Landkreis oder in der Stadt München, hier Firmen haben und die natürlich daran gearbeitet haben und Produkte entwickelt haben, die dann die Kommunen vor Ort auch genommen haben. Also haben wir eine Vielfältigkeit, wie das andere in Anführungszeichen so nicht haben. Und jetzt gehen Sie zum Bürgermeister und sagen, wir wollen jetzt da die Schnittstellen verändern, dass das alles nur ein System. Also das wollen wir auch nicht, sondern wir wollen schon unsere Firmen, die vor Ort sind, auch hier weiterhin im Boot haben. Und das macht es in Anführungszeichen schwierig, weil die einfach darauf hinweisen. Aber ich denke, wir kommen dann schon auf einen ganz guten Weg. Ja, von den Vergabeverfahren, das ist für alle Seiten ein sehr hoher Aufwand und wir sind, wie gesagt, dabei, jetzt auch von dem Praxischeck ausgelöst, da anzuschieben. Ob das jetzt das Bauministerium ist, ob das das Finanzministerium ist, das Innenministerium, das Justizministerium, die dann mit an Bord sind, dass wir sagen, wie können wir das verbessern, damit auch neue Firmen, Startups hier zum Zuge kommen können. Und wenn man sich das dann betrachtet, was in so Ausschreibungen, wo auch ein Kämmerer darauf hinweisen muss, dass er sagt, welche Referenzen kannst du vorweisen,
Das sind schon Hürden, die man dann als Startup hat. Oder eben, vorhin wurde es genannt, Mitarbeiter und verschiedene Parameter. Denn die Verwaltung wird ja hinterher, wenn was schief geht, und das ist auch wieder das Thema Angst, dann schon in den Mangel genommen, ob es dann der oberste Rechnungshof ist, bis hin zu im Land auch Untersuchungsausschüsse, wo man sagt, wer hat hier Fehler gemacht, warum habt ihr nicht aufgepasst, wurde hier leichtfertig Firmen an Auftrag gegeben. Und da müssen wir aufpassen. Aber das wiederum auch Angst nehmen, also das ist mein Motto, wo ich versuche, da täglich dagegen zu halten. Hatte ich heute früh im Bayerischen Landtag in der Sitzung, das war wieder so ein Spiegelbild, ging es um Landesentwicklungsplan, parteiübergreifend, alles muss alles einfacher werden, viel weniger Bürokratie und genau das Gegenteil haben alle Redner versucht. Also das muss noch geregelt werden und in dem Bereich müssen wir noch, also was da alles reingepackt wird, reingeschrieben wird und ich sage das heute auch in der Öffentlichkeit, habe es heute früh auch im Beisein vom Fernsehen gesagt, wir müssen uns mal überlegen, ob wir da noch an der richtigen Stelle sind mit dem Produkt Landesentwicklungsplan 1970 hat es geheißen, wir stellen aber Leitplanken für die Raumordnung und heute gehen wir so kleinteilig da rein, dass es fast nicht mehr stemmbar, handelbar ist. Und also ich rege da an, nach der Landtagswahl, wenn sich alles wieder beruhigt hat, vielleicht dafür wieder dabei sein, dass wir dann das einmal überprüfen, ob das noch zeitgemäß ist oder ob wir da nicht wieder in Anführungszeichen von Null anfangen und nur wirklich das Wichtigste reinpacken. Und damit, und das ist auch in anderen Bereichen, auch bei der Vergabe, dass man sagt, man muss das einmal wieder zurückdrehen, mal auf Null denken und wieder neu anfangen. Und ich glaube, das wäre auch eine große Hilfe für die Startups. Wir haben vor 3 Jahren meine Anregung damals schon einen Praxischeck auch durchgeführt und daraus resultierend für Ausschreibungen eine Checkliste erstellt. Die Checkliste wurde dann Wirtschaftsministerium und auch in anderen Häusern dort eingeführt, dass wir eben, wenn der Staat Aufträge vergibt, über die Checkliste versucht, Startups auch hier das möglich zu machen, dass sie da dabei sein können. Ja, und so gibt es viele Themen im Gründerland Bayern. Und dass Bayern hier so gelobt wurde, das Lob möchte ich da mal zurückgeben, dass wir hier in den Themen uns wiederfinden. Was mir ganz wichtig ist, vielleicht kann ich ein wenig Zeit einsparen, dass wir den Praxischeck anwenden, auch in den Verwaltungen. Ich werbe da explizit dafür. Es kann auch sein, Herr Kämmerer, wenn Sie kommen und bin demnächst mit Ihrer Bürgermeisterin beim Termin, dass wir auch einmal einen Praxischeck machen. Da geht es bei euch um die Pässe, die ausgegeben werden. Ich glaube, die Stadt München 300.000 bis 400.000 jährlich. Ein Riesenaufwand, Riesenzeit. Vielleicht können wir da Vereinfachungen herbeiführen. Und so, glaube ich, ist es dann auch mit Hilfe von Startups, die dann hier Programme oder wie auch immer entwickeln können und da behilflich sein. Aber das wieder generierend aus der Praxis, nicht nur akademisch von der Verwaltung von oben runter, sondern von unten. Und da möchte ich dabei helfen mit meiner Arbeit. Bürokratieabbau betrifft uns alle. Wir haben die Staatsregierung, machst du einmal nicht einfach, jetzt einmal den Blick auf die ganzen Erklärungen, die wir die letzten Jahre alle geschlossen haben. Und ich nehme jetzt mal eine, den Pakt für Freiheit. Und den Pakt für Freiheit ist, haben ja alle Ministerien beteiligt, etliches abgebildet, wo wir vom Staat, aber auch in den Kommunen gewisse Freiräume einräumen wollen. Und das muss mehr gelebt werden. Und auf den Weg möchte ich Sie mitnehmen. Bin dann auf die Diskussion gespannt. Herzlichen Dank.